Hallo, in diesem Video geht es um Streckenlängen im Koordinatensystem und jetzt hier noch speziell, die Strecke liegt parallel zu einer Achse, das heißt parallel zur x-Achse oder zur y-Achse. Ich werde hier vier Fälle vorstellen. Einmal die Strecke liegt parallel zur x-Achse, zweitens die Strecke liegt parallel zur x-Achse und es gibt noch eine funktionale Abhängigkeit, drittens die Strecke liegt parallel zur y-Achse und viertens die Strecke liegt parallel zur y-Achse und es gibt noch eine funktionale Abhängigkeit. So, hier haben wir unseren ersten Fall. Berechnen die Länge der Strecke AB mit A minus 3 minus 1 und B 4 minus 1. Hier sieht man die Punkte eingezeichnet A minus 3 minus 1 und B 4 minus 1 und hier die Strecke AB. So, als erstes gilt immer überprüfen, zu welcher Achse liegt diese Strecke denn parallel. Hier sehen wir sofort, die Strecke liegt parallel zur x-Achse. Man kann sich auch vorher mal überlegen, wie lang wird die Strecke sein. Wir sehen hier, A hat die x-Koordinate minus 3. Und die Strecke AB geht bis zu x gleich 4, also insgesamt 7 Schritte. Das heißt, diese Strecke wird 7 Längeneinheiten lang sein. So, wie kann man das berechnen? Da gibt es eine ganz einfache Vorgehensweise. Nämlich man sagt einfach, liegt sie parallel zur x-Achse, so gilt x-Koordinate vom rechten Punkt minus die x-Koordinate vom linken Punkt. Und wenn wir das jetzt gleich anwenden, hier haben wir die Länge der Strecke AB. Unser rechter Punkt wäre jetzt hier der Punkt B und der linke Punkt wäre der Punkt A. Als x-Koordinate von Punkt B minus die x-Koordinate von Punkt A. Und jetzt müssen wir nur noch die entsprechenden Koordinaten einsetzen. Die x-Koordinate von B haben wir hier mit 4 stehen und die x-Koordinate von A mit minus 3. Einfach ersetzen heißt 4 minus minus 3. Ja, also x-Koordinate von rechts minus x-Koordinate von links. Und das jetzt noch zusammenfassen, ergibt 7 Längeneinheiten, 4 minus minus 3, hier minus minus 3 sind plus 3 und dann 4 plus 3 sind 7 und so erhalten wir die Längeneinheit 7 für die Strecke AB. Fall 2. Berechnen die Länge der Strecke ABN in Abhängigkeit von x mit A minus 2 minus 1 und BN x minus 1. Die Punkte BN liegen zusätzlich rechts von Punkt A. Ja, hier haben wir die Punkte A und BN. Hier sehen wir den Punkt A. Der Punkt BN, den habe ich jetzt mal einfach nur exemplarisch eingezeichnet. Normalerweise weiß man gar nicht, wo der liegt, weil die x-Koordinate unbekannt ist. Hier haben wir eine funktionale Abhängigkeit drin. Außer es einmal nur visualisieren, also darstellen und zeigen. Hier haben wir jetzt wieder eine Parallele zur x-Achse. Und jetzt gilt wieder, wenn wir eine Parallele zur x-Achse haben, dass wir ausrechnen können, x-Koordinate von rechts minus x-Koordinate von links. Ja, wir wissen, die Punkte BN liegen immer rechts von A. Das heißt, wir können die Punkte BN auch hier für die Formel benutzen mit x-Koordinate von rechts minus x-Koordinate von links. Also setzen wir wieder an. Die Länge der Strecke ABN ist gleich x-Koordinate von rechts minus x-Koordinate von links, also x von bn minus x von a. Setzen wir wieder die Größen ein. Bn haben wir hier stehen wieder die x-Koordinate, nämlich x. Und a steht hier mit minus 2. Also x-Koordinate von rechts minus x-Koordinate von links. Und jetzt gilt es noch einmal vereinfachen. X minus minus 2. Hier dieses minus minus 2 löst sich zu plus 2 auf. Oder kann man zu plus 2 umformen. Und dann steht am Schluss dran x plus 2 Längeneinheiten. Die Strecke ABN ist also x plus 2 Längeneinheiten lang. Das hier ist die Angabe in Abhängigkeit von x. Fall 3. Berechnet die Länge der Strecke CD mit C minus 2, 1,5 und D minus 2, 3. Hier links sehen wir schon mal wieder die Zeichnung mit den beiden Punkten C minus 2 und 1,5 und D minus 2, minus 3. Was wir auch sofort sehen ist, diese Strecke CD liegt parallel zur Y-Achse. Wir können uns jetzt erstmal wieder überlegen, wie lang könnte diese Strecke sein. Wenn wir jetzt mal anschauen, hier unten startet die Strecke bei y gleich minus 3 und die geht hoch bis y gleich 1,5. Also gehe ich insgesamt 4,5 Längeneinheiten nach oben. Diese Strecke muss also 4,5 Längeneinheiten lang sein.
Aber wie kann ich das jetzt wieder berechnen? Da gibt es jetzt wieder eine ganz einfache Vorgehensweise, nämlich die heißt y-Koordinate von oben minus y-Koordinate von unten. Also brauchen diesmal die y-Koordinate vom oberen Punkt minus die y-Koordinate vom unteren Punkt. Und damit können wir schon wieder die Streckenlänge berechnen. Also die Länge der Strecke CD ist gleich. Oben haben wir den Punkt C stehen, also y-Koordinate von C. Und unten haben wir den Punkt D stehen, also minus y-Koordinate von D. Jetzt setzen wir aber ganz normal die Werte ein. Y von C können wir auslesen aus dem Punkt, beziehungsweise hier oben aus der Angabe. Und yd ebenfalls. Stur eingesetzt, 1,5 minus minus 3, ja, y-Koordinate von oben minus y-Koordinate von unten. Das wird jetzt noch vereinfacht, minus minus 3 sind plus 3, 1,5 plus 3 sind 4,5. Also hat die Länge, unsere Strecke CD die Länge 4,5 Längeneinheiten. Und Fall 4, berechne die Länge der Strecke CND in Abhängigkeit von x mit CN 0,5 minus 2x plus 1 und D 0,5 minus 3. Die Punkte CN liegen zusätzlich über Punkt D. Ich habe das jetzt mal exemplarisch aufgeschrieben. Der Punkt D hier unten ist zwar fest, aber wo die Punkte CN liegen, kann man jetzt so genau nicht sagen, weil wir hier wieder eine funktionale Abhängigkeit drin haben. Ja, ich habe hier jetzt einen ganz speziellen Punkt, diese Punkte CN, eingezeichnet. Einfach so, um es zu zeigen, CN liegt über den Punkten D. So, auf jeden Fall fällt auf, egal wo dieser Punkt C liegt, ja, die x-Koordinate ist immer gleich. Das heißt, der kann hier unten liegen, der kann hier liegen, weiter oben oder noch weiter in y-Richtung hier hoch. Auf jeden Fall liegt diese Strecke immer parallel zur y-Achse. Und damit können wir eigentlich wieder die Form ansetzen, y-Koordinate von oben minus y-Koordinate von unten. Oben haben wir fest den cn stehen, das steht hier in der Aufgabe drin. Also ist die Länge von cnd gleich y-Koordinate von oben minus y-Koordinate von unten. Also y von cn minus y von dn. Jetzt heißt es wieder, stur die Werte einsetzen. Y von cn steht hier oben drin. Einfach übertragen. Minus y-Koordinate von dn steht auch hier oben in der Angabe übertragen. Also heißt es, minus 2x plus 1 in Klammern minus minus 3. Kann man es hier wieder vereinfachen, minus minus 3 sind plus 3. Den Grund, warum ich hier diese minus 2x plus 1 in Klammern gesetzt habe, mache ich einfach automatisch, falls mal die Aufgabe anders lauten würde, brauche ich mir die Klammern unbedingt. Hier ist es sogar der Fall, dass man sie weglassen kann. So, im nächsten Schritt ist es noch zusammenrechnen. Minus 2x plus 1 plus 3. Hier plus 1 plus 3 kann ich noch zusammenfassen, sind 4. Und dann heißt das Ergebnis, die Länge der Strecke CND sind minus 2x plus 4 Längeneinheiten. Hier haben wir jetzt wieder unsere funktionale Abhängigkeit drin. Das Ergebnis ist mit einer Variable x. Mehr vereinfachen geht in dem Fall nicht.